So, hallo, wir machen weiter. Wo ist es? Da. Im Schloss sind wir, glaube ich, unterwegs. Moment, ich bin noch ein bisschen benebelt. So, nee, Quatsch, benebelt. Das klingt falsch. Nicht benebelt. Was ist das richtige Wort? Ich finde das Wort schon wieder nicht. Letztes Mal habe ich das Wort Janky gesucht. Na, also wenn etwas so ein bisschen so eher nicht so gut funktioniert, dann ist das Gimmick Janky. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Ist mir aber leider erst danach wieder eingefallen. So, wir sind jedenfalls hier. Gut. Gut. Ja. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Komisches Intro ist wurscht. Let's go. Also wir sollen nach wie vor dafür sorgen, dass alles aus dem Screen verschwindet. Ich glaube, das ist hier dann der Fall, wenn man die Sägen überlebt hat, dann hauen die von selbst nämlich ab. Irgendwie so. Das heißt, ich muss auf jeden Fall hier drauf. Dann muss ich hier eine Runde ausharren. Uiuiui, okay. Okay, also ich muss hier ein bisschen jonglieren, balancieren. Das letzte Mal schon falsch gesagt. Ach Gott, ach Gott. So. Erschöpft ist das richtige Wort. Erschöpft ist besser. Ich bin nicht benebelt, ich bin etwas erschöpft. So vom Unterricht vorbereiten. Aber jetzt sollte alles passen. Jetzt kann ich kurz aufnehmen. So. Und dann muss ich da hoch oder wie oder was? Aber das ist ja auch nur einmal kurz. Geht's denn dann weiter? Oh Gott. Ich meine, dann stehe ich da oben auf der anderen Plattform. So, dann fällt die runter. Und dann? Wie geht's dann weiter? Oh Gott, ich kann sowas gar nicht, ne? Wieso eigentlich nicht? Das ist doch eigentlich nicht schwierig. Sollte man meinen, ist es aber irgendwie scheinbar doch. So, rüber. Oh. Das ist genauso wie auf einer Disco Shell und so weiter. Das ist immer das Gleiche. Also, ich bin da irgendwie. Habe ich da nicht so das Feingefühl für. So, und jetzt da hoch und dann. Ah, ach so. Okay. Und dann wahrscheinlich immer über die drei. Und schauen, dass man halt möglichst lange noch lebt, bis die alle abgehauen sind. Okay. Weil die drei scheinen ja dann die letzten zu sein. Ah, das war doof. Das war zu bald vor allem. Okay, aber wir kommen grundsätzlich ein bisschen voran. So. Gut. Tschüss. Tschüss. Zum dritten. So. Na. Nein! Das ist nicht, was ich mir vorgestellt habe, als ich die Aufnahme gestartet habe. Da habe ich nicht erwartet, dass wir jetzt erstmal in einem Raum ganz lange hängen. Wäre mir ganz recht, wenn wir nicht nur diesen Raum in dem Video sehen. Ah, ja, okay, wir waren ein bisschen weiter wieder. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Es sieht so leicht aus, ne? Aber ist es irgendwie nicht. So, was jetzt? Ah, okay, die hauen da einfach so. Okay, die hauen schneller ab, als ich dachte. So. Ah, jetzt muss ich einfach ausweichen, ne? Genau. Also, das ist der Anfang ist sozusagen dafür da, dass man diesen Klettereffekt bekommt. Genau. Und dann muss man einfach ausweichen. Dabei leckt es ein bisschen, aber ist okay. Kann ich springen? Ja, das kann ich eigentlich schon. Uiuiuiui. Okay. Aber das sollte leichter sein als das von gerade. Ach Mensch, diese dumme Stachel da drüben. Nein! Ah Mann, ich rutsche mal zu weit. Kletter. Gibt es nie! Aber kann ich nicht eigentlich sogar, wenn die. Nee, kann ich nicht. Ja, genau so. Ah, ich dachte jetzt, ich komme da durch. Hat leider nicht funktioniert. Aber das erste Mal hat es funktioniert. So, nein. Oh.
Okay, wenn ich das ein bisschen höher gehe, das könnte vielleicht funktionieren. Genau, weil da ist ja die... Richtig, die fallen ja immer woanders. Die eine fällt da drüben, die andere fällt da. Ja, doch, das könnte hinhauen. So, die fällt hier, dann gehe ich da rüber, dann gehe ich hier hin, dann gehe ich hier hin. Ja, oh, das war's schon. Ja, moin. Das war ja leichter, als ich dachte. Okay. Also da muss ich wahrscheinlich einfach den Raum... wait. Ah, verstanden. Wahrscheinlich gleich mit dem Spinjump weiter. Oder wir warten und ich erwische... nee, es fühlt sich noch nicht richtig an. Ich denke, ich muss schon mit Spinjump auf... Oh Gott. Mit Spinjump auf dem Ding landen und dann auf den weiter. Okay. Ach, da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Diesmal muss ich nicht die Screens, ich muss nicht die Sprites abwarten, ich muss durch die Tür einfach durch. Oh. Da kam ein Fisch nach. Okay. Also muss ich einfach schnell durch die Tür. Gut, kriegen wir hin. Aber wenn ich, also wenn ich den Fisch überstanden habe, müsste doch die Plattform auch wieder hochfahren. Ich muss doch nicht jetzt schnell in die Tür, ich muss doch nur den Fisch überstehen. Um den Fisch zu überstehen, müsste ich doch einfach nur auf die linke Seite von dem Gang, oder? Also von der Lücke. Müsste doch eigentlich theoretisch klappen. Wir probieren es mal aus. Wir proben es mal aus. Mist. 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 Aber man stirbt so schnell in dem Raum. Ei. Ich bin so froh, dass wir hier die Musik, ne, dass das einfach weiterläuft. Stellt euch mal vor, das wird jetzt ständig neu laden. Die Musik, weil man stirbt. Das kannst du echt nur machen, wenn du so einen Retry-Ding hast hier, so einen vernünftigen. Sonst wäre das ja unglaublich unerträglich. Oder stellt euch vor, es käme jetzt immer erst die Todessequenz, man würde auf die Oberwelt gebracht und dann kann man wieder in dem Raum starten. Oh mein Gott. Na, so wäre es ja früher. Gut, da gäbe es nicht mal den Checkpoint für die einzelnen Räume. Aber den Raum selbst könnte es ja, hätte es ja früher auch geben können, so. Ach komm. Jetzt. Ha, jetzt bin ich da oben wieder reingeradelt. So. Genau, hier killt mich der Fisch nämlich nicht und dann kann ich da durch. Oh, easy. So. Da können wir eine Shell mitnehmen und die Shell will dann, weiß ich nicht. Hier kann ich auf der Wolke stehen. Das. Ah, okay, 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 okay. Also hier Shell mitnehmen. Hier reinwerfen. Dann über die Shell, dann den Typ killen und dann da unten auf der Wolke landen. Eigentlich eine recht einfache Challenge. Ja. Und wir wechseln schon wieder die Musik. Und es ist wieder aushalten, bis der P-Switch durchgelaufen ist. Ich halte super aus. Ich habe die Wahl, auf 4 Fussis zu landen. Ich treffe keinen. Ist schon stabil. So, jetzt. Okay, jetzt kommen da oben noch ein paar andere Fussi. Ja, das war sehr gut. Aber der P-Switch fällt ja nur runter. Also, was soll das denn bringen? Naja, egal. Wir müssen auf jeden Fall aushalten. Das ist ziemlich offensichtlich. Jetzt darf ich halt einfach nicht so hoch. Aber das sollte doch jetzt recht simpel sein. Gut. Es sollte trotzdem recht simpel sein. Ich meine, ich darf einfach nicht so hoch in die anderen Dinger rein und das war es ja dann auch schon. So. Nein! Mist. Da, da, da. Mist.
So. Okay. Okay. Da ist er! Das wäre es gewesen, wenn ich nicht Mist gebaut hätte. Dann wäre es das gewesen. Schade. Interessanter Skill. Ich bin daneben gesprungen. Wow, ich bin daneben gesprungen. Aber das ist simpel. Das ist nicht schwierig. So, jetzt kommt er. Jawohl! Oh, das war nur kurz die Musik. Okay. Was jetzt hier? Was willst du? What? Okay. Mama. Soll ich auf dem kurz landen, oder was? Okay, wahrscheinlich ja. Ach du grüne Neune. Okay, so hier drauf und dann darüber. Dann da wieder rüber, okay. Was ist das denn Verrücktes? Okay, so, so und dann auf den, okay. Und dann weiß ich es noch nicht. Dann ist der Raum bitte vorbei. Ist er nicht! Und dann geht's wieder zurück, okay. Okay. Nope. Ah, es war zu hoch. Jetzt zurück. Aber der kommt ganz schön spät zurück. Also da muss ich ein bisschen... Machen wir das denn? Ja? Oh, dann scheint... Das scheint aber dann der Letzte. Okay, das scheint dann der Letzte zu sein. Okay. Zack, zack. Mist. 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 Imagine einfach, man müsste diese Räume am Stück spielen, ohne die würden gespeichert. Also dann würde ich halt für jeden Raum ein Save-State machen, ne? Ist klar. Weil das wäre dann schon wieder zu viel. Aber so geht das klar. Jawollo! Nice! So, wat nü? Kann ich erstmal eine Runde aushalten auf den Pflanzen. Jetzt wahrscheinlich darüber. Dann den hier. Genauso! Ich glaube, das war schon richtig. Also bis halt auf, dass ich den P-Switch kaputt gemacht habe. Ich glaube, das war genau richtig. Jetzt wäre es nur schön, das nächste Mal ohne P-Switch kaputt machen. Wieso klappt so was beim ersten Mal und dann nicht mehr? Das sind Sachen, werde ich nie verstehen. So, jetzt haben. Ich wollte sagen, jetzt haben wir es wieder, aber jetzt haben wir es wieder. Mist! Auch das hat beim ersten Mal geklappt. Beim ersten Mal konnte ich auf der Pflanze weiter spinjumpen. Jetzt, wo ich es nochmal machen will, nö. Das sind Sachen, das ist immer so faszinierend, ne? Beim ersten Mal klappt es besser. Ich hab doch den Raum schon gelöst. Lass mich doch in Ruhe spielen. Ach komm. Das ist doch jetzt wirklich nur Zeitverschwendung hier. No! Muss mich nur noch festhalten an der Ranke. Da ist sogar eine Ranke. So freundlich war der sogar. Nicht eine Plattform, auf der man landen muss oder so. Nee, das ist eine Ranke. Ich kann mich einfach festhalten. Ach komm. Are you serious? Ist das mein Scheiß Ernst? Okay. Also das Spiel möchte, dass wir den Raum noch ein bisschen länger sehen. Ist okay. Theoretisch haben wir ihn aber schon geklärt. Das ist ja wirklich nur noch umsetzen. Dude! No. Habe ich in letzter Zeit eigentlich schon wieder Goddammit gesagt? Ich hoffe nicht. Weil sonst ist Counter immer böse. Das wollen wir ja nicht. So.
Rüber jetzt da. Dann bin ich wieder abgerutscht. Come on, das ist nicht schwierig. Ich will in den nächsten Raum. Ich habe den Raum jetzt lang genug gesehen. Ach komm. Wir wollen doch möglichst viele Räume in dem Part hier sehen und nicht nur immer den gleichen, den ich schon geklärt habe. Wir wissen doch schon, wie es geht. Es ist doch alles gut. So, mein Gott. Das hat unnötig lange gedauert. Okay, dann muss ich den hier machen. Zweimal Kaisersprung. Sehr gut. 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 Oh, hätte ich den anderen killen? Ich hätte den anderen killen. Scheiße. Muss ich da schneller schießen oder wie? Oder erledige ich den dann anders? Ach, ich erledige ihn anders. Ich erledige ihn mit der Plattform. Ich sehe es gerade. Mhm. Schon verstanden, was ich tun soll. Schon verstanden. Ach komm! Na, ah, zu langsam. Sehr gut. Zu langsam. Eigentlich also nicht zu langsam, aber halt schlecht gesprungen. Gott. Okay, fast. Sehr gut. Dann schieße ich nämlich den ab. Und dann gehe ich daran. Nice. Okay, was jetzt hier? Da kommt was runter. Ah, das ist ein Dings. Ein Dingsi. Ein Rex. Den man zweimal treffen kann. Aber. Ach so, ich bräuchte die. No, wait. Hä? Vielleicht will ich. Ich glaube, ich will gleich die Plattformen loswerden. Kann es sein? Da muss ich jetzt einfach ein bisschen rumprobieren, wie die Reihenfolge gedacht ist. Ich könnte nämlich auch den mitnehmen gleich. Ah, so oder so laufen die immer in die Mitte. Ich könnte auch die Plattform später wegmachen. So, das ist halt das, was ich jetzt noch nicht so ganz... Ah, ja, so, so. Ah, da okay, da kommen noch mehr. Ja, gut. Da kommen einfach noch mehr. Das habe ich nicht gewusst. Dann muss ich da so ein bisschen hin und her immer. Okay. Wie viel kommen da wohl? Na. Ich glaube, ich mache das noch falsch. Es sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, so ist es noch nicht ganz richtig. Bin mir noch unschlüssig. Was ist, wenn ich gleich beide treffe? Also, wenn ich die gleiche komplett wegmache? Müsste es nicht auch gehen? So, zack. Nee, das geht wahrscheinlich dann zu schnell weg. Ich glaube, ich brauche auch diese Zeit. Ja. Oh Gott, wie viele kommen? Oh mein Gott. Was? Wir lassen die eine Plattform da jetzt mal Plattform sein. So als... Na, wo... Schwierig. Ich weiß noch nicht, was richtig ist. Na gut, ich kann es auch gleichzeitig auslösen. Hm. Das ist ein bisschen schwierig herauszufinden, was man wirklich tun soll. Ich würde trotzdem die auslösen. Ich will, dass die weg ist. Hm.
Nee. Ja, nee, und jetzt ist er aber weg. Aber vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Ich glaube, ich will länger auf der Plattform draufbleiben, dass ich ein bisschen mehr Zeit habe auf der. Kommt jetzt schon? Nee, jetzt kommt er noch nicht. Das war zu bald. Ah, schwierig. Wir versuchen mal länger das auszuhalten auf den Plattformen hier. Bleibt mal. Ah, nee, es ist. Ich habe noch nicht den richtigen. Das richtige Muster, glaube ich, raus. Da kommen noch. Oh mein Gott, wie viele! Okay, jetzt habe ich, glaube ich, ein besseres Muster. So viel dazu. Aber es fühlt sich trotzdem stärker an. Ja. Ah, jetzt hätte ich. Okay, der läuft dann da unten durch. Ah, jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Okay, jetzt war ich zu langsam, scheinbar, weil ich den nicht mehr erwischt habe aus irgendeinem Grund. Es erwischt ihn nicht mehr, was ist denn jetzt los? Jetzt aber. Okay. Ich glaube, wir. Ich würde den direkt wieder mitnehmen, glaube ich, den linken. Ich würde den linken komplett mitnehmen. Wir gucken mal, ob das irgendwie Sinn ergibt. No. Wir sind gerade mal Raum 14, da kommt noch einiges. So, jetzt nehmen wir den gleich mal richtig mit. Jawohl. Oh, das war zu hoch. Aber es hat grundsätzlich funktioniert. Ja, so, so. Okay. Doch, das könnte hinhauen. Je nachdem, was halt noch so kommt. Aber ich glaube, das sind die letzten. Nein! Ach, Mann. Denkt immer, jetzt hat man einen guten Dings, und dann haut's doch wieder nicht hin. Okay, so. So. Ja, und jetzt hätte ich den noch. Okay, das wäre es gewesen. Gut. Gut, gut, gut. Das sind die letzten. Haut hin. Kriegen wir hin. So. Zack. 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 Und du kommst her. Nice. Huh. Ist das ein Mole? Okay. Ist das ein Mole? Ja, ist ein Mole. Wir wollen dafür sorgen, dass der P-Switch nach unten kommt. Das hat nicht funktioniert. Komm ich da? Ah, okay. Dann hätte ich das über die wahrscheinlich machen müssen. Ah, die fährt da selber. Okay. Got it. Das war nicht, was ich wollte. Ja. Das war so gar nicht, was ich wollte. Aber der Mole selbst muss ja dann auch sterben, oder? Kann der überhaupt sterben? Ach ja, über den P-Switch. So, du stoppst jetzt. Sehr gut. So, nein! So. Okay. Wenn ich jetzt. Wenn ich diesen ersten Wurf habe, muss ich eigentlich nur wieder an die Shell rankommen. Und dann ist das mal. Ja, jetzt ist alles cool. Jetzt kann ich in Ruhe das hier machen. Die Shell wieder stoppen. Kann mir die hier schnecken. Super. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich tun muss. Und ich denke, ich auch.
Ja, jetzt ist er weg. Das war nicht, was ich tun sollte. Okay. Nein. Okay, sehr gut. Ah, Mist. Aber da könnte ich ruhig warten. Wenn ich die gestoppt habe, kann ich ruhig warten, weil dann ist sie ja in der Ecke. Ich muss ja nur stoppen. Perfekt. So, jetzt kann ich ruhig warten und sie mir in Ruhe holen. Dann stoppe ich sie hier automatisch. Jetzt muss ich doch nur noch den... Ja, Moment. Achso, die Mancher werden ja dann zu Münzen. Also es müsste jetzt eigentlich passen. Die kann weg. Genau, und die haut jetzt auch ab. Hui! Okay, klettern. Was passiert hier? Oh. Das passiert hier. Ah, ich muss die einfach schnell killen. Okay, das ist ja einfach. Das ist ja einfach. Das hat so schwierig ausgesehen, aber es ist ja simpel. Total simpel. Ich würde gern gleich hochspringen, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit und weniger Hektik. Da würde ich sehr viel von halten. Sehr gut. Jetzt muss ich doch nur noch hier diese... Ja, das war es doch jetzt schon. Jawohl, das war einfach. Okay, irgendwas drücke ich da am Anfang in P-Switch. Okay. Hä? Ah, ich steuere das Ding. Oh, shit. Oh, shit. Ich... Oh, eine Coinsnake soll ich jetzt steuern. Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Okay, aber es ist zum Glück eine sehr einfache Coinsnake. Glück gehabt. Ach, scheiße. Okay, passt. Yes. Come on, das ist mein Ernst. Nein, ich hab sie... Nach rechts gedrückt. Nach links. So. Tschüss. Und jetzt runter mit dir. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Okay, wie mache ich da weiter? Die muss doch einfach... Wieso, also, woran ist die jetzt hängen geblieben? Jetzt! Hä, wieso hat das vorhin nicht funktioniert? Was habe ich da falsch gemacht? Ich weiß es nicht. Oh. Sheesh. Okay, wie mache ich das? Nee. Wie geht das? Wie komme ich da ganz rüber? Also muss ich springen oder? I'm confused. Also ich kann auch mal hier kurz stehen, aber das scheint mir nicht so der Sinn des Ganzen zu sein. Aber ich komme da nicht rüber. Muss ich die Sprungtaste dabei drücken? Also danach sozusagen? Ah, dann springe ich immer in die Stacheln rein. Ich muss die später drücken. Nein!
Ja. Okay, da kann ich allerdings auf die Plattform drauf. Da muss ich das nicht ganz so kompliziert machen. Okay, aber verstanden. Verstanden. Ich muss die Sprungtaste drücken, dass ich mehr Schwung mit drüber, also dass ich mit mehr Schwung drüber komme. Aber erst nachdem ich losgelassen habe, ja, genauso. Und jetzt können wir hier einfach. Nein, das war zu bald. Das war zu bald. Wieder zu bald. Yes! So, und jetzt laufen wir einfach gerade hoch und dann. Ah, nee, nicht. Wie habe ich das vorhin gemacht? Da konnte ich so ein bisschen schräg runterspringen wieder. Ganz normal, chillig. Weil wenn ich nämlich loslasse, dann drückt es mich so weg. Das will ich eigentlich ja gar nicht. Nein. Dup, dup, dup. Dup, dup. So nicht. So auch nicht. So. Okay, und jetzt, wie gesagt. Ja, genau. Asch. Okay. Ich meine, ich kann natürlich auch versuchen, darüber zu springen, aber da habe ich halt so ein bisschen das. Da habe ich das Gefühl, das weniger kontrollieren zu können, wie wenn ich das von der Plattform aus mache. So, drauf, drauf. Ruhig, ruhig, ruhig. Boah, Junge. Chill. So, aber das klappt jetzt ja schon ganz gut hier. Okay. So, jetzt langsam und jetzt einfach ein beherzter Sprung. Yes, genau so. Okay, ich muss wahrscheinlich die Münzen. Ja, ich muss die Münzen einsammeln. Okay, das ist cool. Wir gucken mal, wie viele kommen. Okay, das sind ganz schön viele. Aber ja, okay, die kommen schon relativ. Ja, die kommen jetzt nicht gerade zeitgleich. Das war einfach. Oh mein Gott, was? Oh Gott, muss ich jetzt mit so vielen Yoshis alle Beeren essen oder was? Was ist los? Ach, ich muss. Okay. Ich sollte nicht selber die Beeren essen, sonst wären die nicht mehr. Also wenn ich die hochwerfe, das ist nicht so gedacht. Sondern es ist einfach gedacht, dass ich immer auf dem Yoshi lande dann. Nicht so fangen soll ich es nicht. Na, das war nicht so gut. Tschüss. So. Ist da runter? Ja, dann ist er weg. Okay. Ja, so auch nicht. Nee, der ist wieder weg. Tschüss. Ja. Nein, ich darf den nicht fangen, Mann. Okay. Krieg ich den noch? Ja. Nein, ich hab. Aber den könnte ich. Ja? Ja? Und den noch. Easy.
Die Wasser in Stil wechseln. Hier wahrscheinlich auch einfach aushalten. Irgendwann hauen die wahrscheinlich von selbst alle ab. Ja, ja, es werden immer weniger. Okay. Was ja eigentlich bedeuten müsste, dass es leichter wird mit der Zeit. Oh shit, da kam ein großer. Okay. Ja, sind es immer weniger. Dafür werden die länger. Okay, tschüss. Doch nicht tschüss. Yo, was? Die werden mit der Zeit auch noch länger. Okay. Aber jetzt wird es trotzdem, wie gesagt, jetzt sind es immer weniger. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Nein! Nein. Wie habe ich das gerade gemacht? Ich gehe mal hier rüber. Nee, das ist auch nicht besser. Nee, jetzt, der Anfang hier war schon ganz gut eigentlich. Aber wie bin ich... Hä, wie bin ich denn da durchgekommen? Okay, so. So, dann bin ich hier rüber. Dann haut der jetzt erstmal ab. Darunter. Yo. Okay, der ist raus. Jetzt werden die noch länger. So. Jetzt haut der auch ab. Jetzt ist nur noch der übrig. Naja, jetzt muss es ja eigentlich leicht sein. Weil was soll der mir jetzt noch tun können? Tschüss. Okay. Oh mein Gott, was? Muss jetzt einfach nur so lange aushalten, dass die mir nicht zu nahe... Okay. Okay, ja, easy. Einfach nur lange aushalten, dass die mir nicht zu nahe kommen können. Ja, so easy ist es auch nicht. Tschüss. Oh, Bosskampf oder was? Hä? Was soll ich mit der Shell machen? Ach, die da oben abschießen. Nee, doch nicht. Ach doch. Oh, dann muss ich die Shell aber wieder fangen. Ah, verstanden. Ist ja dann nicht so schlimm, ne? Oh shit. Na, ich komme nicht mehr ran an die Shell, glaube ich. Ich glaube, die liegt da denk. Ja, die lag da denkbar ungünstig. Okay, dann. Super. Dann fangen wir mal da drüben an. Ach. Da ist genau einer in mir gespawnt. Na, so kriegt die Shell nicht mehr. Okay, das ist schlecht. Dann machen wir das so. Ja, schön. Dann so. Oh, das war zu hoch. Ich dachte, das passt, aber es hat nicht gepasst. Ah, das ist einfach. Easy going. Ich hätte die Shell kaputt machen sollen. Nein, ich habe die Shell vergessen. Okay. Ist trotzdem easy going. So. 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 Und tschüss. Ich muss die Leben einsammeln. Ja, natürlich muss ich die auch noch einsammeln. Ist klar. Ach, shit. Jetzt habe ich auf das Leben geguckt. Okay, das macht die Sache noch ein bisschen interessanter. Ah! Aber auch nur ein bisschen. Gut. Ja, das ist jetzt auch nicht so viel schwieriger.
konnte nicht schnell genug reagieren. Na! Er hat mich überfordert. Wow. Aber jetzt passt's. Ja, perfekt. Jetzt haben wir's. Und tschüss. Okay, what's that? Okay. Yo, what? Was passiert hier? Raum 24, by the way. Also wir haben es gleich. Okay, ich muss schon zu dem Yoshi hin als nächstes. Aber wohin? Aha, dann kommt ein Springboard runter. Uiuiuiui. Ja, und dann? Hä? Soll ich mit dem Springboard bis da hochkommen, oder was? Ist es das, was ihr mir erzählen wollt, Spiel? So haut es nicht hin. Ey, ich nehm's mir in die Hand. Nee. Was soll ich tun? Ich nehm's. Ich glaube, ich. Kann auch mal versuchen, einen länger auf der Dings zu sein. Gut. 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 Ja, nee. Ja. Nee, dann ist es ganz weg. Okay, nee, das ist schlecht. So, so. Ja, tschüss. Irgendwie muss ich halt doch an das Viech rankommen, aber wie soll ich an das Viech rankommen? Mit was? Ich brauche noch ein besseres Timing für dieses Springboard. Ne, jetzt ist es wieder ganz weg. Nee. Es ist noch nicht optimal, was ich hier tue. Ich weiß halt auch noch nicht, ob es richtig ist, was ich hier tue. Okay. Ja, ich komme noch nicht. Hä? Ich komme doch aber nicht mal ansatzweise dann da hoch. Oder soll ich das hochwerfen? Oh lol, das wäre es gewesen. Okay. Das hätte es gewesen sein können. Ja, gut. Okay, dann muss ich das einfach vernünftig timen. Nein. Nee. Viel zu bald schon auf Yoshi gewesen. Okay. Also der Trick ist wirklich, möglichst lange in der Luft zu bleiben. Bevor man auf Yoshi steigt. Und dann passt es nämlich ganz gut. Yo, nein.
Mist, vorne hatten wir einen echt guten Lauf. Da sind wir ziemlich gut auf dem Springboard gelandet. Ja, jetzt! Oh, ich bin nicht... Ich hätte wahrscheinlich dadurch... Ja, ich hätte dadurch... Ich habe in die Spinde... Scheiße, ich bin in der Stachel gelandet. Okay, aber dann haben wir es so langsam jetzt verstanden, was ich tun muss. Ja, genau das. Ja, ein bisschen später noch abspringen. Ja, das sah schon gut aus. Na, das sah schon gut aus. Ja. Okay, perfekt. Letzter Raum. Okay, was muss ich da tun? Oh. Die... Okay, ich habe schon mal den Mond mitgenommen, aber die eine Shell hätte ich wahrscheinlich gebraucht. Ja, die Shell hätte ich gebraucht, die hätte ich zu ihm hochpfeffern müssen. Okay, verstanden. Verstanden. Okay, das ist recht simpel dann eigentlich, ne? Ah, die Shell darf nicht abhauen. Oh, die andere Shell darf auch nicht abhauen. Okay, so viel zu, ist es recht simpel. Ah, shit, ich dachte, er wird von der Shell da oben irgendwann getroffen. Aber nee. Die andere Shell, die da jetzt weg ist, die muss ihn irgendwann treffen. Da muss ich so machen. Und die immer schön... Okay, aber das ist dann trotzdem simpel, weil ich muss immer nur das Gleiche machen. Ist halt irgendwann reinrattert. Und wenn er dann irgendwann mal reingerattert ist... Wenn er dann irgendwann mal reingerattert ist, ich kann natürlich das ein bisschen begünstigen, indem ich halt vernünftig werfe, lul. Aber wenn er dann irgendwann mal reingerattert ist, dann ist es noch leichter, weil dann ist nur noch eine Shell übrig. Das war dumm. Scheiße. Ich glaube, die müssten ziemlich an der Ecke sein, dann dürfte er von selber reinrennen. Wenn ich die so immer schön an der Ecke lasse. Nein, jetzt hätte ich ihn treffen können. Wenn ich ein bisschen besser gesprungen wäre. Ja, perfekt. Jetzt kann ich doch die Shell eigentlich behalten. Und versucht einfach hin und her zu springen. Und wenn er halt mal dann passend ist, dann haue ich ihm ins Gesicht. Jetzt nämlich. Ja, easy. Ja, easy. Sehr schön. Und wir haben sogar einen Mond mitgenommen. Das ist doch mal ein erfolgreicher Abschluss dieses wunderschönen Turms. Und es war so schön, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, das habe ich schon gesehen. Also den hatte ich schon im Stream gesehen. Das war tatsächlich sehr cool gemacht. So, dann gehen wir kurz noch Mond gucken. Und ab dann... kommen eigentlich fast nur noch Blind-Sachen. Also, das jetzt war auch teilweise blind, weil ich nicht alle Level gekannt habe. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Aber jetzt nach dem Turm wird es komplett blind. Also da habe ich noch nicht mal ansatzweise was gesehen. Auch nichts, woran ich mich nur erinnern könnte. Na, das kenne ich einfach noch nicht, was ab jetzt kommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Ach, das war ja die Geschichte hier. Was soll ich denn da machen? Ach so, wahrscheinlich das da. Okay. Ja, easy. Gut. Skip the Orb in Broken Skulls. Huh. Skip the Orb in Broken Skulls. Okay, wir haben noch keinen anderen. Haben wir Broken Skulls? Haben wir auch noch nicht, ne? Aber wir haben so viele Levelnamen noch nicht. Ich müsste mir das eigentlich echt alles notieren, was damals stand. Naja. Gut. Gut.
Wir merken uns auf jeden Fall, dass wir das ja noch nicht gemacht haben, ne? Dimension Door und so. Und dieses Pi-Ballon-Level haben wir auch noch nicht gemacht. Ist aber nicht weiter dramatisch. Können wir alles mit der Zeit machen. Dann gibt's nächstes Mal... Ich habe jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich kann hier hochgehen. Das ist Hakun Mori. Ich kann hier hingehen. Das ist Congestion. Führt weiter zu... Da ist Broken Skulls. Da sollen wir den Orb skippen. Okay. Boon Tunnel Fortress. Okay. Guck mal, was so alles kommt. Mixed Realities. Boons Boo Blast. Schlitui. Village Sky. Das ist gar kein Level. Was ist das? Das ist gar kein Level. Doch, das ist ein Level. Er hat aber gar kein Exit. Okay, das gucken wir uns mal anders an, logischerweise. Es hat gar kein Exit, oder? Oder ist das Ding da oben... Sind die zwei Exits für Death da? Wahrscheinlich ja, okay. Ja, weil... Das hat aber kein Exit. Mona's Home. Okay. Oh, da ist jemand nicht gut gelaunt. Mona is nowhere to be found. All that remains is a carving in the ground that says... Whoop! Carving? In der Röhre? Das ist ja ganz okay. Soll ich hier irgendwo reingehen können? A carving in the ground. Ich probiere mal kurz alles aus. So, so. Aber da ist ja auch kein, also da ist auch kein Symbol. Ich glaube, das ist ja einfach nichts. Nee, ich glaube, ich kann hier nichts tun. Also hier geht jedenfalls nichts. Die üblichen verdächtigen Tricks funktionieren nicht. Nee, hier ist keine Röhre. Okay. Ja, dann ist hier halt nichts. Vielleicht wird es noch irgendeine Bedeutung haben später. Gut, dann würde ich aber fast sagen, gehen wir nächstes Mal in die Richtung, damit wir in Broken Skulls was machen können. Wo es hieß, ich soll den Orb skippen. Wahrscheinlich kommt da der nächste Mond. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Interessante Levelnamen. Ich bin gespannt, was sie alles verbergen. Und tschüss.